Ja, Leute, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde RimWorld. Ja, ich musste ja letztes Mal Pete einschläfern. Hier sind noch welche krank und ich gucke erstmal, ob ich die behandeln muss. Nein, er folgt bereits. Okay, gut. Dann können wir ja mal einen Gang höher schalten hier. Und Richard hat echt schlechte Laune. Ja, glaube ich. Ist ja auch voll zusammengeschossen worden hier, ne? Oh, schwere Grippe. Was hat sie hier? Ah, wurde immun gegen eine schwere Grippe. Das ist doch schon mal schön. Nö, kann der schon mal nichts mehr passieren. Wie sieht's denn bei ihm hier aus eigentlich? Psychopath, Alkoholiker. Boah, ey, nee, ich will den eigentlich gar nicht. Komm, ich lass den mal frei. Ne? Dann ist der auch weg hier. Dann frisst der kein Brot mehr, der Typ, ne? Weil er frisst hier alles weg. Okay, apropos alles wegfressen. Ich sollte mal wieder hier so ein paar Landwirte bereitstellen. Nicht? Die das dann machen. Oh, es brennt! Es brennt! Priorisiere, löscht, Feuer. Das kann ich nicht brennen lassen hier, das Haus. Ich glaube, es geht eh von alleine aus, ne? Deshalb rennen die auch nicht hin. Regnet sowieso. Ja, sieht man ja da. Sehr schön. Wo ist denn Richard? Richard hat gar keine Waffe im Moment. Deshalb soll es mal die Schrotflinte ausrüsten. Soll sie mal die Schrotflinte ausrüsten. Und ich glaube, ich werde jetzt hier mal die Beschränkung so ein bisschen runternehmen von denen, weil die erste Hektik ist ja eigentlich überstanden, ne? So, und ich glaube, Varyness hatte ich auch so niedrig, weil die immer sonst überlastet war, ne? So, was machst du? Baut Gebiet an. Oh, ist kein Aufseher. Hitman. Kann auch gar kein Aufseher sein. Dann muss der Nick halt jetzt hier mal eben den frei lassen. So, weil ich will den nicht hier haben mehr. Der ist ein Psychopath, Alter. Ne. Der findet schon seinen Weg. Hier, setz doch vor die Tür und jetzt verpiss dich. Ich bin mal gespannt, ob meine Turrets ihn wieder zusammenschießen dann. Nee. Ich hab gedacht, er tritt jetzt vielleicht nochmal meinen den Kasuga hier und dann wird er angeschossen. Oh, hier unten ist noch zu. Ja, das ist natürlich nicht gut. Das ist auf jeden Fall was, was wir als nächstes erledigen müssen. So, Bauarbeiter hier. Lumi macht das schon später. Wie sieht's denn aus mit deinen Bedürfnissen? Erholung ist doch wohl gut genug. So, kann die heute mal ein bisschen früher aufstehen, nicht? Und wieso kocht eigentlich keiner? Es kocht keiner, weil ich gar keinen Kochplatz habe. Was ist das denn? Scheiße. Ach doch, hier habe ich doch. Bin ich blöd. Koche einfache Mahlzeit. Und irgendeinen Koch hatte ich doch hier bei. Pumpkin wird das jetzt übernehmen. So. Lumi ist gerade auf dem Weg. Wohin? Zum Dreck entfernen. Ne, die kann mal das hier machen. Denn Lumi soll hauptsächlich Bauarbeiten erstmal. Komm, Lumi, hau rein. Das muss zu jetzt hier. Das geht so nicht. Oh, die Händler am Fluss. Händler exotischer Güter. Sind irgendjemand zu Hause? Ja, Nick ist zu Hause. Du, komm mal her. Funkgerät war hier, ne? Hallo? Nick? Danke. Nee. Ich will doch nicht das Stromkabel. Ich will den Geologen. So, exotische Güter. Was kriegen wir denn da? Guck mal. Riesenfaultier. Männlich-weiblich. Für 2000. Könnte ich mir kaufen, züchten und dann geht da bestimmt gut ab. Mach ich einfach mal. So, Alpaka männlich. Weg. Alpaka männlich weg. Weg. Gucken wir mal, ob wir noch andere Alpakas männlich haben. Weil ein männliches muss ich natürlich behalten, ne? Und ich behalte mal das hier. So, Kasua. Einen kann ich verkaufen. Emu verkaufe ich. Habe ich nichts von. Truthahn männlich, weiblich. Frischling. Frischling verkaufe ich mal. Capybara Baby verkaufe ich auch mal alle. Da kriege ich schon mal 1000 Gold. Oder nee, Quatsch. Ich musste noch 1000 Gold bezahlen hier für die Riesenfaultiere. Aber dafür sind die auch geil. Die können auch tragen und so. Und deshalb werde ich jetzt erstmal einen Tierpfleger anstellen hier. So. Sind die denn hier sonst alle fleißig am Pflanzen oder was? Pumpkin kocht. Da wird die Laune auch mal ein bisschen höher. Und ich könnte ja eigentlich mal hier so einen Bereich für einfache Mahlzeiten machen, ne? Was habe ich denn eigentlich hier noch? Steinblöcke. Ne, will ich jetzt erstmal nicht hier lagern. Ich möchte gerne Mahlzeiten da lagern, da hinten. Wie sieht's denn aus? Minus 6 Grad, ist auch alles zu. Das ist doch schön. Da sind Händler. Da gucke ich auch mal, ob ich da nicht... Ach, scheiße, ich hätte noch den Gefangenen verchecken können. Nächstes Mal mache ich das so. Okay, was haben wir denn hier? Alpaka-Wolle. Zack, 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 zack. Haben wir schon mal 100 gemacht. Die 265 guten behalte ich. Bauteile habe ich nur 5. Da kaufe ich direkt, schlage ich direkt mal zu. Ich kaufe einfach alle. So. Heu, Reis, Mais, Kartoffeln, Reis. Ja, kann ich mal ein paar verkaufen. Da habe ich schon mal 250 gewinnen. Was haben wir hier noch? Zorro, Wasserschwein.
Kapibara, Kapibara, okay. Kann ich noch irgendwas verkaufen? Guck mal, Polarfuchs könnte ich mir holen. Aber bringt mir natürlich nicht viel, ne? Labrador, na, einen weiblichen. Ne, ich brauche nicht so viele, die hier die ganze Zeit nur fressen. Das ist jetzt auch nicht so geil, ne? So, die machen wir mal noch weg, die beiden. Und dann kriegen wir nochmal knapp 1000. So, oder Quatsch, was heißt 1000? Aber so 736 oder so, oder was das jetzt war. Habe ich nicht drauf geachtet. So, du kannst mal das Bauteil tragen. Was machst du hier? Was machst du? Ach du Scheiße, die baut jetzt das alles. Ah, das ist ja schön. Dann sind die zumindest fertig. Ruht sich mit anderen aus. Wenn du das machst, kannst du auch Silber noch mitnehmen und dich dann ausruhen, ne? Haben wir uns verstanden, ja? Guck mal, Richard ist schön am Pflanzen. Der hier, ne? Der ist ja auch Number One Landwirt. Und wir brauchen ja auch bald wieder was zu essen, ne? Guck mal, sind nur noch 5100 Nahrung insgesamt, ne? Die 80 Mais, scheißen wir jetzt mal drauf. Ne, ist halt so. Okay, die Abfall. Ich brauche noch eine Abfallzone hier. Machen wir hier noch eine Abfallzone hin. Und die machen wir noch größer. Hier, so. Und vielleicht hier sogar noch eine Abfallzone. Weil dann brauchen sie nicht so weit. Ne, ist dann vielleicht auch... Nee, in 86 Grad? Krass. Da soll ich den Eingang hinmachen. Soll sie auch da reinkommen. Kriegen sie voll krass den Hitzschlag, so, wenn sie kommen müssen. Ja, Händlersiedlung am Fluss, Händlersiedler am Fluss. Ach, das sind zweimal Händler, lol. Mit welchen habe ich denn gerade gesprochen? Mit dem? Ja, ne, mit Selvi. So, komm. Den musst du noch schnell kriegen, bevor die gehen. Oh, hier, guck mal. Mining Neurotrainer. Krass, weil für krasse Sachen gibt. Okay, hier, Betten können wir mal wieder verkaufen. Guck mal. Ach ne, Putzroboter-Basisstation natürlich nicht. Nee. Und wir nur Tiere, aber egal, nochmal 127 Silber gemacht. Kannst du auch mal wegräumen hier. So, jetzt soll sie das holen. Und dann trägt sie nämlich beides. So sieht's aus. Guck mal, 3834 Silber. Aber irgendwie fühle ich mich ein bisschen unwohl, damit das hier draußen noch so ist. Alles, dass das hier vorne so vorgelagert ist. Ich hätte das lieber irgendwo hier hinten. Und eigentlich müsste ich mal einen Bergarbeiter hier mal abstellen. Das macht der Nick dann. Beobachtet die Sterne. Verrücktes Tier! Ja und? Wo denn? Das hier? Schläft? Stehe ich nicht. Hm. Emo wurde zahm. Ach, das Emo oder was? Ich sehe hier kein Emo. Hm. Naja, ich werde es schon erfahren, weil wird ja wahrscheinlich zu mir nach Hause gelaufen sein, ne? Ja. So, wie sieht's denn aus hier? Lagerzonen? Ja. Ah, guck mal, er ist jetzt schön am Meinen da. Das ist doch schon mal gut. Okay, dann harren wir mal der Dinge, die hier kommen, was? Jetzt muss der Richard noch anbauen. Richard, bau an. Ja, danke, Richard. Gucken, wie gut er da drin ist eigentlich in Landwirtschaft. Ah, guck mal, ja, guck mal. Streber, was? Aber Richard ist auch ein super Dingens. Oh, hier, verrücktes Tier. Da, eine verrückte Schildkröte. Ach, du Scheiße. Wenn die mich kriegt... Ja, kommt aber nicht, die doofe Schildkröte. Oder nee, das hier ist die, ne? Wütend, Menschenjäger. Lumi, du hast so eine Schröte, ne? Komm mal hier hoch, komm mal hier hoch, komm mal hier hoch, komm mal hier hoch. Oh Gott! Die sind alle Menschenjäger, oder was? Krass. Alle drei? Ja, nö, dann lass die mal schön da. Oh, guck mal, jetzt schlagen sie die Türen ein. Ja, das geht natürlich nicht. Da müssen wir natürlich hier eine Patrouille hinter haben, ne? Komm mal hier hin, ihr beiden. Komm mal hier, komm mal hier, komm mal hier. Schnell hier durch, bevor die mich beißen können, ne? Jetzt kloppen wir ein bisschen auf der Stahltür rum. So, komm, jetzt müsst ihr die mal treffen hier, die doofe Schildkröte. Schieß da jetzt mal! Alter. Dumm oder so? Schieß die direkt daneben. Ah! Jetzt ist direkt eine Behandlung benötigt, weil die jetzt angefuckt ist von einer Schildkröte. Krass. Und hier soll ich vielleicht auch mal durchkloppen, ne? Aber nee, dann mache ich mir hier so eine Öffnung rein. Oh, guck mal, jetzt wollen sie aber hier rein, die Schildkröten, wa? Krass. Wildschwein 3 hat den Herzinfarkt. Wo ist das Wildschwein? Das hier? Hat Schmerzen. Herzinfarkt, schmerzhaft. Können wir ja mal damit versorgen. Wie geht's Lumi? Hat die schon jemand behandelt hier? Lumi? Ah, wird bereits von Varenis benutzt. Hier, du behandelst mal das Wildschwein. So. Mit ein paar Kräutern gegen den Herzinfarkt. Aber erfolgreich behandelt immerhin, ne? Also, ich meine, ist ja auch was.
So, du reparierst jetzt mal den Billardtisch hier, Kollege Bratwurst. Mach das mal. Weil das sieht scheiße aus hier. Das sieht echt scheiße aus. Haben wir nicht noch irgendjemanden, der eigentlich nur ein Reiniger ist? Nee. Er ist Landwirt. Koch. Wie viel haben wir da? Ja, sonst müssen wir halt mal rohe Nahrung essen. Ist halt auch mal dann so, ne? Obwohl, Bauarbeiter brauche ich gerade nicht so. Dann kann Lumi eigentlich mal anfangen, hier die Kotze wegzumachen, ne? So, komm mal her. Hier, mach mal die Kotze weg. So, mach davon mal die Kotze weg. Oh, was ist hier los? Wird hier irgendwo einer angegriffen? Hä? Ich höre hier doch irgendwo was. Ah, okay. Nein! Krass, ein so ein Ding kaputt. Die treffen die Schildkröte nicht, oder was? So, jetzt aber. Mann. Krass. Schon krass. So, wo ist denn hier der Tierpfleger? Was macht denn der Tierpfleger? Komm mal her, hier, du Tierpfleger, du. Schildkröte retten wir mal. Danach kann er die hier auch direkt schlachten. So, wenn er die Schildkröte mal weggetragen hat. Trag doch mal jetzt, schneller. Boah, ey. Rettet Schildkröte immer noch. Komm jetzt, mach hier. Ruht sich aus. Nee, jetzt kannst du mal hier noch die Schildkröte holen. Ja, die da oben drin liegt. Ganz genau die. So, sehr schön. Trägt Schildkröte zu Lagerzone 11. Hier, zu Tierleichen und anderes totes Zeug. Krass eigentlich. Okay, ja, was machen wir denn morgen früh mal hier? Was machen wir denn mal? Was habe ich eigentlich hier? Lagerzone. Hier sind doch, was habe ich denn hier reingelegt? Ach, Textilien. Ja, wird echt Zeit, dass hier wieder was wächst, so, ne? Und ich glaube, ich muss mal mehr als einen Landwirt hier auf höchste Prio zuordnen. So geht das nicht hier. Koch brauchen wir erstmal nicht. Wir brauchen aber zu essen, was wir später kochen können, ne? Du Lappen. Lumi sollte ja putzen, deshalb lasse ich die jetzt mal so. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ne? Und bis dahin, lasst ihr ein Like da, lasst ein Abo da und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao!